Dolzaev and his team must be in here. Find him. So, weiter geht es bei Metal Gear Rising. Ja, letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Wir müssen jetzt hier... kann man eigentlich hier lang? Nein. Oh, der ist auch wieder heile. Okay. Also, wir müssen da runter und aufpassen, dass die Kamera uns nicht sieht. Das wäre natürlich der Vorteil. So. Jetzt warten wir nochmal kurz, bis die zur anderen Seite ist. Und dann machen wir sie kaputt. So, Nummer 1 ist kaputt. So, gucken wir mal kurz, ob wir hier was finden. Da hinten sind auch noch Kameras. So. Die ist da oben, ne? Okay. Dann gehe ich mal lieber zur anderen Seite lang. Zwar zur der Seite hier hoch. Ist mir sicherer einfach. Oh, ich wollte aber eigentlich nur die Kamera kaputt machen. Okay. Ich wollte eigentlich nicht... Ist da draußen was? Da ist auch was. Ah, da sind die Truhen bestimmt. Sensors in the area. Part of factory security, no doubt, but the enemy may be using it. Ja, ich hab die schon längst umgangen. Ich weiß, wie das geht. So blöd bin ich ja auch nicht. Naja gut, ich hab's schon mal gespielt, aber manche könnten vielleicht... Na, da muss man nämlich mit Ninja ran durch. Ich guck mal kurz. Oh, da haben wir nämlich auch Laser. So... So, durchgesprungen. Wie gesagt, so kann man am besten un... Ah, der dreht sich hier irgendwie nicht. Das ist kacke. Hier kann man nämlich ungesehen bleiben quasi damit. Das ist schon praktisch. So. Na los. Dann bleiben wir mal kurz, bis die wieder... Ja. Bis der zur anderen Seite geht, ist mir sicher, ist mir lieber. Genau. Wir können natürlich auch hier durchrennen mit vollkommen Action, aber nee, danke. So. Da ist auch Laser. Das ist nämlich praktisch, wenn man das hier so anmachen kann. Dann weiß man, wo Laser ist und wo nicht. Yo. Kollege. Wir haben da oben... Ach, das sind alles nur Kameras. Es gibt sogar, glaube ich, einen Erfolg, wenn du hier durchgehst, ohne dass die Kameras dich sehen. Und das werden wir mal versuchen. Ich kann nichts versprechen, aber das probieren wir einfach mal. Da hinten ist auch noch was. Okay. So. Guck mal kurz, wo der hingeht. Der Laser da. Ah, okay. Yo, den haben wir. Zack. Da oben ist auch ein anderer Typ. Ich hoffe, die sehen uns nicht, wenn wir hier die Laser und so alles kaputt machen. Das wäre mir lieber, wenn die uns nicht sehen. So. Ah, da oben geht auch einer mit Laser lang. Okay. Oh, ich muss mal kurz warten, bis der hier wieder zurückkommt. Ah, da war er. So. Und da ist er, der Laser.
Da ist der zweite Laser, da oben ist ein Mann. Und da oben sind noch mehr Laser. Okay. Das heißt, wir rennen da einfach mal hin. Zu dem da. Oh, der ist kaputt. Oh, da kommt einer. Und wo ist der andere? Der ist da hinten. Okay. Ja, können wir knicken. Weil die, Achtung, wir wurden nämlich gesichtet. Und das können wir nämlich jetzt knicken. Ja, dann müssen wir die kaputt machen. Was hat denn der jetzt? Warum hat denn der das jetzt gemacht? Das ist komisch. Ah, was haben wir denn hier unten? Wo sind die denn? Da! Da kommt mal ran hier! Ja, schieß mit dem Raketenwerfer, du! Idiot, wollte ich gerade sagen. Das wäre lustig gewesen. So. Bams. So. Haben wir hier was? Nice hiding spot. Ah, wir haben was gefunden. Weiß gar nicht, sollten wir den jetzt zerstören? Egal. Jetzt geht es hier wieder hoch. So. Ja, machen wir die noch kurz kaputt oder nicht? Ah, ich meine mal, wenn wir schon mal dabei sind, machen wir die jetzt auch kaputt, egal. Ich meine mal, Schaden tut's jetzt nicht. Vielleicht kriegen wir ja dadurch ein paar KP-Punkte. Einfach mal gucken. Jo, ein Erfolg freigeschaltet. Keine Blitzfotos. Nice. Naja, wir wurden ja auch im Endeffekt nicht geblitzt, ne? Wir wurden ja nur von den Kameras angegriffen. Also sie haben uns nicht geblitzt. Wir wurden nur überrascht wegen den Soldaten. Also hat es ja so gesehen funktioniert, ne? So, F. Dann bin ich damit ja schon mal zufrieden. Oh. Hier war doch irgendwo was, oder? Irgendwo hier war was. Ich gucke nochmal, bevor wir hier weitergehen. Ah, ja, genau. So. Hier gibt es nämlich eine Truhe. Oh, damit haben wir jetzt 110% Leben. Das gibt Ausdauer plus 1. Ist schon mal nice. Jetzt haben wir schon mal mehr Leben auf jeden Fall. So. Dann gehen wir erstmal nach... Oh, gehen wir erstmal nach hier unten. Hier haben wir eine weitere VR-Mission. Super. Nummer 4. Das freut mich. So, und dann gehen wir jetzt hier hoch.
So, ein Moment, bevor wir jetzt hier hochgehen. Ich gucke mir kurz mal an, was wir hier noch auswählen können. Also das ist richtig. Ja, müssen wir nehmen und den können wir ja noch nicht wechseln. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, da hinten steht wer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, guckt euch das mal an. Wenn der die Klappe schließt, das sieht so geil aus. Wie so ein Cyborg. Na gut, er ist ja auch ein Halber. Aber das sieht richtig geil aus. Naja, gehen wir mal weiter. I was wondering when you'd come, Jack the Ripper. No one calls me that anymore. Dolsaev, where is he? I can show you a better time than that, crusty old bear. You're in charge here? I am Mistral, the Cold Wind of France. And you, your reputation precedes you. Liberian. But white as snow. A natural born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know. I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So you see, cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family, everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. My enemies fell like domino, one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. Who? And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I protect the weak. Still? So naive. And if I must kill to protect them, then so be it. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. So, aber der kranken Bestie stellen wir uns erst im nächsten Part. Ja, 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 das ist jetzt etwas blöd, dass der Gulliver hier schneidet bei einem supergeilen Kampf. Besiegen Sie Mistral. Ja, wie gesagt, das machen wir aber erst in der nächsten Folge, denn die Partzeit ist gleich schon vorüber. Die Musik im Hintergrund ist richtig geil. Naja, wie gesagt, das machen wir erst in der nächsten Folge, weil die Partzeit sonst zu lange wird und mit dem Schneiden klappt das dann doch hinterher besser.
Weil das sind immerhin 4 GB, wenn ich die schneide, wenn die zwischen 16 bis 18 Minuten sind. Und dann möchte ich die doch lieber jetzt schon schneiden. Ja, dafür dürft ihr aber im nächsten Part gespannt sein auf einen epischen Bosskampf. Bis dahin, tschüss.